Es gibt natürlich bei komplexen Zahlen immer Aufgaben, die man vorher noch nie gesehen hat, weil irgendjemandem sowas Interessantes einfällt. In diesem Kapitel werden wir also Aufgaben errechnen, die, für die es keine besondere Theorie gibt, aber die halt komisch aussehen. Wir beginnen mit Logarithmus und machen ein paar E-Funktionen danach und mal schauen, vielleicht fällt uns irgendwann mal noch etwas weiteres ein, was dann diesem Kapitel hinzugefügt wird.